Hallo, Mathe Abi 2018, hilfsmittelfreie Aufgabe Nummer 5. Es geht darum, dass wir eine Funktion x² plus e hoch x haben und wir sollen gucken, durch welchen Punkt die verläuft. Und dann sehen wir, wenn wir h von 0 ausrechnen, dann kommt 1 raus, also ist hier das Kreuzchen richtig. Das geht es um die Steigung, das heißt, wir bilden erstmal h' von x, gucken uns dann an der Stelle 1 die Steigung an und sehen, es ist 2 plus e, also ist dies hier richtig. Jetzt sind zwei Funktionen gegeben, f und g. Keine Angst vor e, keine Angst vor ln, sondern ganz in Ruhe schrittweise durchführen. Wichtig ist, dass ihr diese e-Werte genau kennt, die Graphen genau kennt und die ln-Werte genau kennt. Und dann habt ihr hier f von 1 und g von 1 und f' von 1 und g' von 1. Das war's.